Ein Koch trifft auf einen Prediger und diskutieren über den Islam. Obwohl beide Muslime sind, sorgt das Video für einen Shitstorm. Anschließend muss der Koch, der normalerweise mit Rappern sein Format führt, das Video löschen und ein kleines Statement abgeben. Nun diskutiert nicht nur die Community über dieses Verhalten, auch der ein oder andere Rapper meldet sich zu Wort und versucht neutral die Sache zu betrachten. Rapper Rais zum Beispiel warnt, dass wir auch an seine guten Taten denken sollen. Manuelsen spricht in seinem Livestream und findet, dass dieses Thema allgemein sehr schwierig ist. Eventuell wurden nicht die richtigen Wörter gewählt oder man ist zu hart rangegangen. Mehrere Minuten spricht er darüber. Fazit: Kein Mensch ist perfekt. Das Video ist leider mittlerweile nicht mehr online. Unsere ursprüngliche Absicht werden wir in einem bald erscheinenden Re-Upload hoffentlich besser zum Ausdruck bringen. Danke für euer Feedback, Charo und Tristan. Gibt's da noch irgendwas? Nee, das war's. So. Also, was ich euch sagen kann, meines Erachtens nach, jetzt mal unabhängig von diesem Video oder was da besprochen wurde, ich kann euch sagen, dass der Charo ein sehr guter Mann ist. Charo ist ein guter Mann, der ist ein lieber Mann, der tut keinem was. Charo war damals und ist wahrscheinlich immer noch sehr stabil, ne? Sehr stabil, ne? Er wollte was machen. Das Thema ist vielleicht ein bisschen abhanden gekommen. Was aber nicht heißt, dass er eine schlechte Nie hatte, eine schlechte Absicht. Okay? Und ich finde, Charo hat uns sehr lange mit sehr hochwertigen und guten Videos entertained. Man muss jetzt hier nicht auf den Charo rumhacken, ne? Nur weil ein Video falsch angegangen ist, das kann jedem passieren. Ne? Ist mir auch schon passiert, kann jedem passieren. Ne? Deswegen vergesst nicht, die ganzen Jahre, die Charo für euch gutes Entertainment gemacht hat, euch den einen oder anderen Superstar geholt hat in seinem Format und gutes Entertainment geleistet hat. Und jetzt, weil ein Video mal jetzt nicht so geworden ist, so wie man das gewohnt ist, ne, jetzt hier so auf ihn das Bashing zu machen, I don't know. Bin ich falsch. Ne? Ihr könnt jetzt natürlich sagen, du kennst ihn auch und du probierst jetzt nur für ihn eine Lanze zu brechen. Ja, genau, das mache ich auch gerade hier. Ne? Ich kenne ihn, ihr kennt ihn nicht, ihr kennt ihn halt nur von da, ich kenne ihn von hier draußen. Und ich war, wann war ich mit? Vor vier, fünf Tagen war ich noch mit dem Essen hier bei Aband. Haben wir uns rein zufällig getroffen. Und der Charo hat guten Ansatz, aber falsch angegangen. Ja, so muss sehr gut. Ja, da, so muss man das sehen. Hatte guten Ansatz, aber falsch angegangen. Ja. Okay, korrekt. Deswegen urteilt jetzt nicht, wartet, bis das nächste Reloaded Statement kommt, das neue Interview, und zieht euch dann raus und dann gibt euer Resultat darüber. Über Charo. Korrekt oder nicht korrekt? Natürlich korrekt. So, er hat ja gerade zu was gesagt. Er hat ja seine Fehler zugegeben, wie er das angegangen ist. Vielleicht war falsch. Vielleicht beim nächsten Video, was er machen wird, wird er es nochmal detaillierter erklären und sagen, was er damit meint. Dass er keinen angreifen wollte oder sonst irgendetwas. Ach so. Kein Mensch ist perfekt. Manu, reacte doch auf das Video. Ich darf nicht. Reacte. Hier, bitteschön. Hier. Wollt ihr reacten? Bitteschön. Ha, aha. So. Wollt ihr reacten? An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über das Video vom Koch und dem Prediger und wie denkt ihr über die Meinung von Manuelsen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.